bei Gefragt gejagt. Ich freue mich sehr. Ich habe mich gefreut, euch alle wiederzusehen. Ist irgendwie ein bisschen, hat Familienatmosphäre. Hilf uns kurz mal ein auf die Sprünge. Du warst hier vor, ja, schon eine Weile her, vor über einem Jahr. Februar war Gegen wen hattest du gewonnen, das Duell damals? Gegen Waldenberger. Gegen Waldenberger sogar, ne? Und Finale war dann aber nichts mehr. Finale hat leider nicht gereicht, aber das wird sich heute ändern. Mal gucken, wer kommt heute. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, ob du einigermaßen in deine Bereiche da wieder kommst. Ich meine, 6.000 wird wahrscheinlich noch mal möglich sein, würde ich sagen. Wenn, dann wäre es eine auch 2000 überragende Nummer. Na, selbstverständlich. 60 Sekunden für dich, mein Lieber, und die Zeit startet jetzt. Wegen einer schweren Grippe kann man redensartlich an welches Möbelstück gefesselt sein? Bett. In welchem Takt tanzt man einen Foxtrot? Vier Viertel. Welche Pamela spielte Barb Wire im gleichnamigen Pamela Film? Pamela Anderson. Für welchen Fußballverein hat Jürgen Grabowski alle seine Bundesliga-Spiele gespielt? Borussia Dortmund. Bestimmt? Frankfurt. Die drei Engel für Charlie spielten im gleichnamigen Kinofilm. Lucy Liu, Drew Barrymore und Cameron? Diaz. Wie viele Plagen schickte Gott laut Altem Testament 7. über Ägypten? 10. Welche bayerische Gemeinde heißt wie das englische Wort für eine sexuelle Stimulierung ohne Geschlechtsverkehr? Petting. Welche Stärke wird in der Einheit Ampere angegeben? Stromstärke. Welche Farbe haben die Bollen am Hut einer verheirateten Schwarzwälderin? Rot. Schwarz. Wie wird der Fernsehsender Association Relative à la Télévision Européenne? Die einzige Stummfilm-Diva Norma Desmond ist die Hauptfigur in welchem Musical von Andrew Lloyd Webber? Weiter. Sunset Boulevard. Welches Lebensmittel wird, wenn es zäh ist, scherzhaft auch Gummiadler genannt? Weiß ich nicht. Hähnchen. An welchem Datum gedenken die Katholiken dem heiligen Silvester? 31.12. Ein Verfahrenstechnologen in der Mühlenwirtschaft nannte man früher einfach? Müller. 4.500 Euro. Ich kann mich noch erinnern an Februar damals. Da haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, wenn du vor weiter und vor der Antwort immer das lange weglässt, dann hättest du noch 10 Sekunden drauf gehabt wahrscheinlich. Das ist eine starke Leistung, 4.500 Euro. Ich bin zufrieden. Wollen wir mal gucken, wer kommt heute? Wen hattet ihr damals, Waldenberger? Wen hattet ihr, Max? Den Jüngeren mit den schwarzen Haaren. Den Jüngeren mit den schwarzen Haaren. Ja, heißt ja, Klussmann, glaube ich, immer noch, ja? Jakobi? Ich weiß. Oder Sebastian Jacobi? Jacobi, ich glaube, Herr Jacobi. Okay, auch Jacobi. Den Bibliothekar. Ja, da muss ja heute Klussmann kommen. Wir gucken, wir gehen sie mal durch. Ich glaube, sie sind alle heiß auf eine potenzielle Revanche. Es gab sicherlich Hauen und Stechen im Vorfeld. Oder gibt es jetzt noch? Ist es der Quizgott Sebastian Jacobi, verbindlich, bescheiden und sorgfältig wie die Mafia? Oder ist es der Besserwisser Sebastian Klussmann, jung, smart und sehr, sehr hungrig? Ist es der Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik, gemütlich, gebildet und unnachgiebig wie Beton? Oder ist es der Gigant Holger Waldenberger, klug, charmant und entgegenkommend wie eine Abrissbirne? Auf wen hättest du richtig Lust heute? Auf Klussi. Auf Klussi? Auf Klussi. Ja. Hier kommt der Jäger. Ich freue mich auch. Herr Klussmann, guten Abend. Guten Abend, Herr Bommes. Tobias Langer, Sebastian Klussmann, er freut sich sehr. Hi. 6.000 sind es heute nicht geworden, aber 4.500. Du weißt noch ganz genau, worum es hier geht. Ne? Ich sage es immer gerne noch mal zur Einführung. Wir waren ja lange nicht da. Richtige Antworten bringen dich nach wie vor die Treppe runter ins Finale. Du kennst das. Das ist deine normale Vorsprung-Startposition. Du kannst eine Stufe weiter unten beginnen. Dafür wird dir Geld abgezogen. Oder du gehst ein bisschen ran an Herrn Klussmann, den du so magst. Dafür gibt es Geld. Was wird angeboten? 2.000 Euro biete ich dir. Was bieten Sie denn oben? 16.000 Euro. 16? Okay. Ja, für 16 packe ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich nehme 4.500. 4.500? Ja. 4.500 Euro, die erste Summe, um die hier gespielt wird. Und die Jagd beginnt. Ich drücke dir die Daumen. Ich mir auch. Sehr schön. Erste Frage kommt. Über 70 Stufen musst du gehen. Könnte ein Lied über die Freitreppe zu welchem Dom heißen? A. Bamberger Dom, B. Erfurter Dom oder C. Kölner Dom? Was hast du genommen, Tobias? Ich habe A genommen, Bamberger Dom. Der Bamberger Dom. Also C können wir ja alle ausschließen, aber ja, keine der beiden Städte gewesen. Was ist die richtige Antwort? Fängt gut an. Erfurter. Was sagt der Jäger? Ja. C konnte ich auch ausschließen. Glückwunsch dazu. Er ist auf dem Spielbord. Du bleibst kurz mal stehen, aber jetzt legen wir los, Tobi, ja? Und die erste für dich. Richtig zu beantwortende Frage kommt jetzt. In welchem Musical singt Sally Don't Tell Mama?
A, The Sound of Music, B, Kabarett, C, Dreamgirls. Und was hast du genommen oder Kabarett. Geraten? Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen jetzt schon etwas schon, dringender schon B. Und haben Glück, das ist gut. Sehr gut. Hier kommt die Antwort des Jägers. Schade. Ich bin nicht ganz der Musical-Experte, aber der Name beim Namen klickte es. Hier kommt die nächste Frage. Unter welchem Namen sind die im Straßenverkehr eingesetzten rot-weißen Kunststoff-Verkehrsleitkegel auch bekannt? A. Bremer Mützchen, B. Münchner Käppchen oder C. Lübecker Hütchen? Könnte man, glaube ich, jetzt Ausschlussverfahren machen sogar? Was hast du genommen? Ich habe A genommen. Ich habe so keine Ahnung, es kommt keine Bremer passende Frage. Bremer Mützchen? Hütchen dachte ich mir jetzt irgendwie zu offensichtlich. Ah, wahrscheinlich ist das Hütchen. Ja, es ist das Hütchen. Ach Gott. Was ist die richtige Antwort? Wird das Hütchen sein? Oh, ja, Mann, ey. Verkehrsleitkegel ist ja offiziell Sprecher, aber das sind doch so Hütchen, die da stehen immer. Ja. Was sagt der Jäger? Jetzt kann er dicht machen. Ja, das hat er. Das hat er, ja, das hat er wirklich. Auch als leidenschaftlicher Bus- und Bahnfahrer, ja. So, er ist da jetzt, Tobias. Du weißt, was das bedeutet, ne? Und bitte antworte jetzt richtig. Welche deutsche Partei wurde 2015 gegründet? A. Alpha, B. Ferrari, C. NSU. Was hast du genommen? A. Alpha, die Splitterpartei von Alternative für Deutschland. Was ist die richtige Antwort? Gut. Gut gemacht. Was sagt der Jäger? Politikwissenschaften studiert er, glaube ich. Stimmt, Ferrari. Oder? Ganz knapp. Gut, Herr Klussmann, knapp. So knapp, wie es bei ABC sein kann. Ne? Du bist weiter dabei. Brauchst noch drei richtige, Tobias. Weiter geht's. Was ist am grünen Donnerstag in Mexiko üblich? A. Ein Kind zeugen, B. Drei Eier bemalen oder C. Sieben Kirchen besuchen? So, was hast du genommen? Drei Eier bemalen. Also sieben Kirchen erscheinen einfach zu viel. Ich meine, es ist natürlich fällt um Ostern. Ist Gründonnerstag Ostern? Größte kirchliche Fest. Aber kann man doch Eier bemalen? Kann man. Man hat Wieso ja alle nicht? Möglichkeiten. Was ist die richtige Antwort? Ja, das C dann. Ach Gott, ey. So. Ach, mein Lieber. Ei, 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 4.500 Euro. Und Tobias im Begriff hier zu verschwinden, leider. Ich habe Befürchtungen jetzt. Ich glaube nicht, dass er da falsch liegt. Was sagt der Jäger? Ja. Mein Lieber, schön, dass du wieder das da warst. Nicht sein. Alles Gute, Tobias. So, Max, komm, das müssen wir gleich wieder gut machen hier. So, Max, guten Abend auch dir. Willkommen zurück hier. Guten Abend. Auf unserer kleinen Bühne hier. Schade, ich hätte Tobias eigentlich sicher hinten wieder im Finale vermutet. Wenn ja, mich er hatte Pech mit den Fragen. Einer um Prognose gebeten hätte. Ja, das war irgendwie alles so ein bisschen hakelig da so. Ne? Wir haben einiges gut zu machen. Ja. Frage ist natürlich, ob wir diese 6.000 wieder, das haben wir eben schon fast erreicht. Also das hat ja schon gezeigt, welche Qualität hier am Tisch steht heute. Wollen wir loslegen? Bist du bereit? Ja. Also, eine Minute. Und die Zeit startet jetzt. Der offizielle Titel des Dschungelcamps lautet Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Wie nennt man das Aufschwimmen der Autoreifen auf einer nassen Straße bei höherer Geschwindigkeit? Wie nennt der Jäger eine Gruppe von Hunden bei der Jagd? Rudel. Meute. Welche biologische Tierfamilie steht im Mittelpunkt des Animationsfilms Ants? Hunde. Ameisen. Welche Königin war für das Time Magazine 1952 Woman of the Year? Weiter. Elisabeth II. Welches Stadion ist mit der größten Membranhülle der Welt bespannt? Olympiastadion in München. Allianz Arena. Ach. Welche Währungseinheit heißt wie das, was im Knochen steckt? Mark. Wie heißt die einzige natürliche Zahl, die weder zusammengesetzt noch Primzahl ist? Eins. In welchem Land wurde der Flugzeugbauer Claude Dornier geboren? Frankreich. Deutschland. Wie wird in der Grammatik die Möglichkeitsform auch genannt? Konjunktiv. Wie nennt man Bücher des Alten Testaments, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden? Apokryphen. Super. Wenn Bauern in die Jauche segeln, helfen keine? Weiter. Bauernregeln. Welche europäische Hauptstadt liegt an der Spree? Berlin. Wie viele Rüsselfinger hat der afrikanische Elefant? Vier. Zwei. Aus welchem Land stammt das? 3.500. Ah. Aber das wäre, also bei dem Tempo und so wie das irgendwie zusammengestellt war, wären da, glaube ich, sogar
Ü6000 möglich werden. Da ist ein bisschen was liegen geblieben, ne? Oder? Hatte ich das Gefühl zwischendurch? Ja, es waren ein paar Fragen, die ja eigentlich im Kopf sind, aber... Okay, alles klar. So, 3.500 haben wir ja aber gut, was er spielt. Spielgeld haben wir eh. Mal gucken, was er bietet. Hier kommt der Jäger. Knussmann, zweites Duell nach langer Jagd, Abstinenz und Pause. Max möchte ihn gerne vorstellen. Na, Max. 3.500 Euro. Wir legen Sie auf deine Startposition, Max. Was machen Sie draus, Herr Knussmann, damit wir losspielen können? Kurz und knapp, ich halbiere auf 1.750 Euro. Mhm. Nicht zufrieden? Ja, super. Danke für nichts. Ja. Heißt das warten, es kommt ja noch ein Gebot. 20.000 Euro. Sicherheit, Steve? Sicherheit. Wie Sicherheit? Runter? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja noch gar keinen Finale. Also auf 20.000 gehe ich nicht, ich bleibe bei 3.500. Ja, aber runter gehe ich auch nicht. Runter gehe ich nicht. Nee, das finde ich auch ein bisschen teuer dann. Okay. Steve, drück die Daumen da hinten. Barbara auch. Steve, du bist gleich dran übrigens, ne? Kannst du mal Puls messen? Ja, ich weiß nicht. Ja. Die Jagd beginnt. Auf geht's, Max. Drück dir die Daumen. Wir starten mit dieser Frage. Welcher Jackson trat zweimal erfolglos zur Wahl des amerikanischen Präsidenten an? A. Jesse, B. Jermaine oder C. Joe? Wen hast du genommen? Jermaine. Das ist, glaube ich, ausgerechnet ein Bruder von Michael Jackson. Ist er? Ich dachte, Jesse wäre einer bei Lucky Luke. Und... Was ist die richtige Antwort? Vielleicht bin ich auch auf dem ganz falschen Dampfer. Jesse. Was sagt der Jäger? Bürgerrechtler, rhetorisch, ne? Begabte, ja, auch Pastor, glaube ich, oder aus der Kirche stammt. Die anderen beiden kommen aus der bekannten Musikerfamilie. Ich glaube, Joe das auch? Oberhaupt? Ich denke, das ist der Vater. Hier. Ach, das kann sein. Aber Jermaine war doch Jermaine selbst auch der, Sänger, genau, hat doch auch Alben veröffentlicht. Also. Ja, ihre fällt Chance. Ihre mir Chance. Fällt zum Glück kein Lied ein gerade. So, er ist einen näher dran gleich, aber... Musik ist nicht mein Ding. Nee, ist ja hoffentlich abgegolten jetzt. Auch Politik. Kategorie. Kommt nur eine. Ja. Nächste Frage kommt ab jetzt richtig, bitte, Max. Besonders für den Schwimmsport geeignet sind Menschen mit einem hohen A. Affenindex, B. Haikoeffizienten, schön, oder C. Falkenverhältnis. Was hast du genommen? Den Affenindex. Den Affenindex. Was ist die richtige Antwort? Lange Arme. Oder? Ja. Ist so, ne? Ist ja ein gutes Beispiel, oder? Ja, ich schwimme aber nicht. Aber ich war vor 2 Wochen im Zoo mit meinem Kleinen und da haben wir uns die Affen angeguckt. Na, dann passt das ja. Die haben zwar kein Schwimmbecken, aber... Guten Affenindex. Was sagt der Jäger? Ja. Kennt man den Ausdruck, ne? Oder? Nächste Frage kommt. Max, weiter geht's. Auf welchem Teil des Motors findet man Ölabstreifringe? A. Kolben, B. Vergaser, C. Luftfilter. Was hast du genommen, Max? Ich habe die Kolben genommen. Die? Den? Der. Den? Die. Den Kolben. Guck mal, da geht's schon los, ne? Ja. Was ist die richtige Antwort? Oh, sehr gut. Hast du es gewusst? Oder? Ich habe es mir nicht gewusst. Bist du technisch oder bist du affin? Was nicht, Autos angeht? Ich mag Autos bist überhaupt nicht. Schrauber? Ich bin Fahrradfahrer. Ah ja, okay. Was sagt der Jäger? Gut, nächste Frage kommt, Max. Alles läuft gut. Du brauchst noch 3 richtige. Es ist alles so, wo es sein soll. Wie heißt eine weltweite Regulierungsmaßnahme für die Liquidität von Banken? A. London 1, B. Frankfurt 2, C. Basel 3. Was hast du genommen? Ich habe geraten. Basel 3. Was ist die richtige Antwort? Ja, gut. Ich war kurz unsicher. Ich wäre auch bei Basel 3 gewesen, als ich seinen genervten Gesichtsausdruck sah, als du sagtest, ich habe geraten. Stimmt, da war ich, klar, es ist richtig, weil das nervt die ja am meisten, wenn ihr ratet. Sonst haben sie ja Respekt. Aber so ist manchmal so, Herr Knussmann. Ne? Man muss sich auch mit dem Leben abfinden. Was sagt der Jäger? Basel 3. Basel 3, jawohl. Nur noch 2. Noch
2. Das kriegen wir hin. Hier kommt hoffentlich die vorletzte Frage. Wir brauchen den ersten Finalisten heute. Wer veröffentlichte 1913 Postulate mit seinem Atommodell? A. Joseph Thomson, B. Niels Bohr oder Ernest Rutherford? Joseph Thomson wahrscheinlich. Niels Bohr oder Ernest Rutherford? Wen hast du genommen? Niels Bohr. Ich war schon so zuversichtlich, weil du, als ich vorlas, schon so nicktest. Ich dachte, wie kann man bei so einer Frage gleich so wissend nicken? Ja. Ja, was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Niels Bohr. Kriegen ihn auch. Stark. Das ist super. Das ist richtig gut. Was sagt Sebastian Klussmann? Ja, alle drei haben auf dem Gebiet geforscht. Also insofern war es nicht ganz klar. So, Bohr ist das bekannteste Atommodell. Ja. Insofern 1913. Ich glaube, der Bohr hat mit Nagorsnik zusammen Abi gemacht. Habe ich noch dran. Nagorsnik hat ihn unterrichtet. Das ist schön. Ja, das kann sein sogar. So, eine richtige noch und dann haben wir dich im Finale. Hier kommt sie. Wer war Geheimdienstchef in der DDR? A. Jäger, B. Wolf, C. Rotkäppchen. Wir wollen nicht zu früh hier. Es ist schon das Abenteuerlichste hier passiert in den letzten Jahren. Was hast du genommen? Ich musste raten. Wieder. Okay. Der Herr Jäger. Was ist die richtige Antwort? Wolf. Was sagt der Jäger, unser Jäger? Der Jäger sitzt hier oben, das war Markus Wolf, hieß er. Gefürchtet. Sehr gefürchtet. Nicht von mir gefürchtet. Wir müssen nicht vor dem Jäger fürchten. Ja. So, jetzt haben wir hier, genau, wenn ihr nicht beide falsch seid, eine Finalfrage. Das ist schön spannend. Ich hoffe aber natürlich, ich bin ein bisschen nervös gerade oder positiv angespannt. Ich formuliere es mal um. Ich möchte unbedingt, dass du jetzt richtig antwortest, ja? Ja, ja, ich auch. Okay, nur dass wir das nochmal klar zogen hier. Zweite Chance hier für dich, Max, und bitte jetzt eine entsprechende Frage. Womit bewarf Tim Wiese, Ex-Torwart von Werder Bremen, am 8. September 2015 eine Politesse? A. Fußball, B. Wrestling-Shirt, C. Geldscheine. Was hast du genommen? Ich habe C genommen. Ja? Aha, gut. Hat Tim Wiese Geldscheine auf eine Politesse geworfen? Am 8. September 2015. Ja, Finale für dich. Mit so einer Frage. Das hatte ja sogar sein Gutes noch, dass er das gemacht hat. Jetzt. Komm ab. Stevie, jetzt darfst du, mein Junge. So, Steve, jetzt geht's los hier, wir beide. Aber das ist natürlich ein bisschen Rückenwind, ne? Also. Ja, jetzt haben wir zumindest mal was drin, ja. Und ja. Mir ist nur wichtig, dass ich auf mein 300.000. Ich brauche 35 Euro für meinen Strafzettel, den ich gestern verdient habe. Okay. Dann bin ich schon glücklich. Wir könnten möglicherweise, wenn das alles nichts wird heute, würden wir nachher noch mal rumgehen. Vielleicht. Ja, das würde ich sehr begrüßen. Oder ja. Ich würde dir, wenn du jetzt eine gute Schnellraterunde machst, davon mache ich es abhängig, vielleicht übernehme ich den sogar. Aber mir wäre deutlich lieber, du gehst mit richtig Kohle da rein. Ja. Wobei deine Entscheidung, Max, war natürlich richtig eben, weil die 20.000 weg, 16.000, 20, was hat er oben geboten? 20. Die wären weg gewesen, ja, ne? Dadurch, dass wir hier spitze auf Knopf waren. Mhm. Aber schön, mit einer Wrestling-Frage ins Finale. Bist du noch Wrestler? Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr warst du voll dabei. Ne? Bin ich, ja. Ja? Immer noch. Nürnberg? Nürnberg, ja. Jetzt dann in Lübeck. Ja, ja, nee, läuft, sag ich mal. Läuft bei mir. Läuft bei dir. Ja, läuft bei mir. Finde ich schön. Ja. So, was war 6.000? Du hattest auch Sebastian Jacobi, richtig? Jo. Ja, bist du damals ins Finale gekommen? Ich war im Finale. Du warst drin, ne? War im Finale, ja. Und 10 Sekunden vor Schluss hat er uns abgeschossen. Ja, na ja, gut, dann wollen wir mal gucken. So weit sind wir noch lange nicht. Mal sehen, was passiert. Jetzt wollen wir erstmal halbwegs Bestätigung deiner guten Leistung hier. Ja. Und ich stelle dir eine Minute lang Fragen. Drück dir die Daumen, Steve. Die Zeit startet jetzt. Ja. Der Volksmund beschreibt eine bipolare Störung auch mit den Worten: Himmelhoch jauchzend zu Tode. Betrübt. Was bedeutet in der DDR die Abkürzung FDJ? Freie Deutsche Jugend. In welchem Roman ist erstmals von Lilliputanern die Rede? Lilliput? Gullivers Reisen. Gullivers Reisen. Aus welchem heutigen Land stammten mit Abstand die meisten Päpste? Vatikan. Italien. Ach, welche Stadt der Türkei hat die meisten Einwohner? Ankara. Istanbul. Die Schauspielerin Maria Furtwängler hat was studiert?
Jura. Medizin, der wörtlichen Bedeutung nach bezeichnet Zoophilie die Liebe zu. Tieren. Worauf verzichtet die Trägerin eines Bandeau-BHs? Kein Plan. Die Träger, eine Verwandlung in welches Insekt spielte Jeff Goldblum in einem die Horrorfilm? Fliege? Ja, was ist die offizielle Amtssprache auf der Insel Kos? Latein? Griechisch, ein vom Wild regelmäßig benutzter Weg heißt in der Jägersprache. Nochmal bitte was? Ein vom Wild benutzter Weg heißt in der Jägersprache. Wildweg? Wildwechsel. Wildweg. Wofür steht hinter einer Vertragsunterschrift die Abkürzung PPA? Per Procura. Oh, fuck, Alter. Es tut mir leid, eine wurde halb vernuschelt, aber die Sprache, also offizielle Amtssprache Latein auf Kos, das ist stark. Also das ist gut. Also Highlight-Film hast du dir schon gesichert, glaube ich, für die nächsten Monate. Die blödeste Antwort ever. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, ich möchte den Steve vorstellen. Steve, Sebastian Klussmann. Wie bewerten Sie seine Runde? Er ist nicht so ganz happy. Sehr interessant. Kam von 6.000 beim letzten Mal. Da waren andere Dinger dabei. Da waren bessere Fragen dabei, ja. Das waren echt, also weiß nicht, irgendwas mit, wie heißt das Ding vom Elefant hier, Rüssel und wie hieß so eine Bämme oder so eine Schnitte in der DDR, da weiß ich ja, das hieß Bämme. Okay. Aber hier, was weiß ich, was irgend so ein wo ein Wildschwein lang rennt oder wie das heißt, keine Ahnung. Wildwechsel, ja. Weiß doch ich nicht. Hey, musst du auch nicht wissen. Musst du auch nicht wissen. Ich will, dass die im Wald leben und dann es ist alles dann ist das durch für mich. 2000 Euro haben das wir. Das kann jetzt eigentlich schon nach hinten losgehen. Nein, es wird richtig gut jetzt. Ich bin erstmal gespannt auf die Angebote. Hm. Erstmal fürs Knöllchen 35 Euro. Das war natürlich zu erwarten. Das Angebot? Nee, im Ernst jetzt, Scheiße. Hätte ich noch nicht gesagt, oder? Du, so wird man in den Rücken gestochen, ne? Weil komm, so viel Ehrlichkeit. Im Ernst jetzt? Ja, ich habe ja zwei Gebote. Ne? Ja. So. 25.000 Euro. So, Steve. Also 35 nimmst du nicht, ja? Also, ja. Eher gebe ich sie dir. Oder willst du... Nee, also komm, 35 Euro, da ist der Strafzettel. Doch, ich muss ins Finale und ich bin mir sicher, unsicher, wenn jetzt noch solche komischen Wildwechselfragen kommen, dann war's das nämlich. Na, die ist ja durch, die Wildwechsel. Ja, aber dann kommt vielleicht noch, was weiß ich, wie heißen die Punkte auf dem Reh oder was? Nee, ich will in die 35 Euro und aus dem Maus. Die heißen ist mir scheißegal. Punkte auf dem Reh. Das ist mehr Latte. Ja, es geht um 35 Euro, ein Strafzettel. Liegt hier auf dem Spielboard und die Jagd beginnt. Bitte gewinn das Ding. Jetzt. Also wie ist das jetzt hier? Also, A, B, C. Warten, bis du fertig bist, gell? Warten, bis ich fertig bin und alles wird gut. Was ist Voodoo? A, Taufe, B, Teilwaschung oder C, Teufelsaustreibung? Was hast du genommen? Ja, Taufe ist Taufe, Teufelsaustreibung ist der Exorzismus. Da tun wir uns halt waschen. Dann tun wir uns halt waschen. B. B. Oder? Oder? Ja, B. Geht. Solche Fragen gehen. Ja. Ich bin froh, dass wir dir hier helfen konnten, Steve. Ja. Erste Stufe mit dieser sagenhaften Summe geht nach unten. Was sagt der Jäger? Ja, und die sagenhafte Erklärung. Es ist die rituelle Waschung im Islam, wo man betet. Vom Gebet, oder? Genau, wo man hier etwas... Ja. So, Simpsons-Frage jetzt bitte. Simpsons oder Al Bundy? Ja, egal. Wie heißt die Frau von Al? Hier kommt die nächste Frage. Das hat schon mal... In welchem satirischen Kinofilm spielt Sascha... Das weiß ich. Baron Cohen die Hauptrolle? A. Comical Al. B. Was Al? Boah, Hammer, Alter. Oder C, Ali G in the House. Was hast du denn genommen? Ja, C. Ali G in the House. Ist Steve in the House? Ja, sowas von. Läuft. Ja, ist gut. Läuft bei dir. Euro haben wir fast. Fast. Wir bleiben noch konzentriert. Wir wollen auf den Teppich bleiben. Er kennt sich auch aus mit Ali G, glaube ich. Was sagt der Jäger? Ja. So. Hier kommt die nächste Frage. Eine nicht ungefährliche Waffe der australischen Wombats ist ihr A. Hinterteil, B. Bauch oder C. Rücken? Was hast du genommen? Also so ein Wombat ist doch so eine große Ratte, ne? Und ich wüsste nicht, was an einer großen Ratte Bauch- oder Rückentechnisch gefährlich sein soll. Vielleicht hat die irgendeinen bezackten Schwanz oder was weiß ich denn. Also ich hätte Hinterteil genommen. Ja.
Was ist die richtige Antwort? Super. Sehr gut. Sehr gut. Letzte Stufe, 35 Euro im Begriff, hier ins Finale zu rutschen. Erklärst du mir noch, warum das eine nicht ungefährliche Waffe ist? Das würde ich sagen, macht der Jäger. Wir fragen kurz, ob er es genommen hat, das Hinterteil. Ich sehe das ganz genauso. Aber so richtig wissen tust du es doch nicht, gell? Nö. Ja. Hier so. Kommt hoffentlich die letzte Frage, auch wenn ich stundenlang hier noch mit Steve gerne spielen würde. Das höre ich gerne. Aber haben wir noch was? El Bundy oder Simpsons? Ja, irgendwie, ja, sowas. Aber fast. Wie lange benötigt man mit Lichtgeschwindigkeit für die Strecke von der Erde zur Sonne? A. 52 Sekunden, B. 8,3 Minuten oder C. 1 Stunde 4 Minuten? Ich habe C genommen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie schnell Lichtgeschwindigkeit ist. Was ist die richtige Antwort? Wenn eine Stunde 4 richtig ist, ist Steve im Finale und hat seinen Strafzettel also noch nicht bezahlt, aber könnte klappen dann. Ja, könnte klappen, ja. 8,3 Minuten. Schauen wir mal. Was sagt der Jäger? Macht er einen Patzer hier mal sich zunutze? Ja, okay. Schnell mal nachgerechnet. Das kam raus. Okay. Respekt, Herr Kloss. Wie schnell ist denn die Geschwindigkeit? Naja, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und wie? Okay, 300.000 Kilometer? Ja, keine weiteren Fragen. So, du hast theoretisch noch zwei Patzer frei, Steve. Die brauchen wir hoffentlich nicht. Hol dir jetzt mal dein Geld hier. Nächste Frage, hoffentlich die letzte. Ja. Kommt in Döner rein. Betrogene heißt er. Die Betrogene heißt der aktuelle Roman von Annette Schavan, B. Alice Schwarzer oder C. Charlotte Link. Das ist Fragen. Annette Schavan, Alice Schwarzer oder Charlotte Link. Was hast du genommen? Na, die Schwarzer ist doch so eine Feministin, die macht nur. Die hat so ein Heft, aber das ist kein Roman auf jeden Fall. Und die andere kenne ich nicht. Habe ich die Schavan genommen, die habe ich schon mal gehört. Ja? Was ist die richtige Antwort? Die scheiß Charlotte ist es, gell? Gott. Das Scheiß solltest du zurücknehmen. Nee, also die, wer ist denn das? Die kennst du? Das ist eine Autorin. Also. Könnte sein, dass die auch so ein Buch dann geschrieben hat. Ich dreh durch, ey. Was sagt der Jäger? Ja. So, es bleiben noch zwei Möglichkeiten auf jeden Fall, also Minimum. Ich krieg kleine Meise hier, ey. Das muss ich 35 Euro. Konzentrieren einfach. Gibt's doch gar nicht. Nächste Chance ist jetzt da. Was war ab April 2016 für einige Monate vor dem Rockefeller Center in New York City zu sehen? A. Van Goghs Ohr, B. Dalis Schnurrbart oder C. Warhols Perücke? Was hast du genommen? Ich habe die Perücke vom Warhol genommen. Weil das ist halt, glaube ich, es ist erstens immer Amerikaner, glaube ich. Andy Warhol? Ja, die anderen sind Italiener und Holländer. Und du kannst ja auch kein Ohr einfach da vors Rockefeller Center stellen. Also wir sind ein bisschen durcheinander gekommen mit den Nationalitäten. Wieso? Was ist denn Van Gogh? Ist das nicht ein Holländer? Ja, das ist richtig. Und der Dalí, was ist das? Das ist Italiener, habe ich gesagt. Spanier. Ne? Spanier. Ja, Italien, Spanien ist doch. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Alles in Rudel. Ja. So, ist es jetzt Warhols Perücke gewesen, ja oder nein? Ich möchte dieses Duell beenden. Dringend. Ich auch, aber positiv. Es kann nicht mehr besser werden. Ey, das gibt's doch gar nicht. So. Die stellen ihr Ohr aus. Komm mal zurück. Was sagt der Jäger? Ich war nicht in New York, aber ich wusste, dass das ausgestellt wurde. Daher hat das auch gepasst. Ja. Ich dreh durch. So, jetzt sind wir hier. Konzentrier dich, mein Junge. Es gibt jetzt die möglicherweise letzte Frage und deine Chance auf Strafzettelbegleichung kommt. Marcelo Rebelo de Sousa ist ein A. Soul-Sänger, B. Staatspräsident oder C. Superheld? Was weiß ich, ey? Ich hab Angst. Ich hab keinen Plan. Ich hab den Soul-Sänger genommen. Das ist wahrscheinlich irgendein komischer Typ aus Mexiko, oder? Du, eins ist schon mal völlig klar, oder, ja? Oder Peru oder irgendwas. Wenn das jetzt hier zu Ende geht gleich, ja?
dann zahle ich deinen Strafzettel. Also das ist, ja, das ist definitiv. Als erzieherische Maßnahme natürlich, dass du das nicht normal so machst. Ja. Was ist die richtige Antwort? Geht Steve jetzt ins Finale oder nicht? Was sagt der Jäger? Stevie, schön, dass du da warst. Ja. Alles Gute für deine Reiterkarriere. Komm nächstes Jahr wieder, bitte. Ja? So, Barbara, komm, weiter geht's. So, Barbara, jetzt müssen wir uns alle mal ein bisschen sammeln, glaube ich, nach dem Duell gerade. Schade, oder? Ich glaube auch, ja, sehr schade. Ja, also egal jetzt, welche Summe da stand, aber einfach schade, dass Steve auch im Finale fehlt natürlich jetzt. Ja, neben Tobias. Als zusätzliche Stimme. Wir gucken mal, wir arbeiten uns Stück für Stück nach vorne, spielen deine Schnellraterunde, Barbara. Genau. Schön, dass du wieder da bist. Mach bitte wieder viele Punkte. Die Zeit startet jetzt. Nach deutschem Recht ist die Ehe einer Lebensgemeinschaft aus wie vielen Menschen? Zwei. An welchem Körperteil trägt man Crocs? An den Füßen. Wer moderierte bis 2008 im Fernsehen die Literatursendung Lesen? Weiter. Elke Heidenreich. Der NATO beigetreten sind im Jahr 1952 Griechenland und die? Ukraine. Türkei. Welche der fünf Weltreligionen ist die älteste? Buddhismus. Judentum. Welches Land heißt in der Landessprache Côte d'Ivoire? Elfenbeinküste. Die erste allgemeine Verunsicherung hatte einen Hit mit dem Titel Baba. Banküberfall. Wie nennt man die Bewohner von Ibiza? Ibizenen. Ibizenker. In welchem Land wird der als Nobelpreis der Künste geltende Premium Imperiale verliehen? In Frankreich. In Japan. Mit wem war die Schauspielerin Liz Hurley von 1987 bis 2000 liiert? Hugh Grant. In welcher Stadt gab es vor über 100 Jahren die Künstlergruppen Sezession, Phalanx und die Scholle? In Österreich. München. Welches paarige menschliche Organ? 2500. Okay. So. Nehmen wir mit. Mhm. Und jetzt geht's los, okay? Ich brauche dich im Finale. Also, und Max noch ein bisschen dringender, ehrlich gesagt. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, Barbara Boje möchte Ihnen vorstellen. Letzte Kandidatin hier, die gleich ins Finale einzieht, damit es ein Zweierfinale geht. Hallo Barbara. Bist du auch bereit? Hallo, ja. Ja? Oder wollt ihr euch noch ein bisschen warm quatschen? Offensichtlich nicht. Was sind die Angebote? Barbara, ich biete Ihnen für die untere Stufe noch 1.500 Euro. Mhm. Und die obere Stufe? Sie wollten es ja am Ende richten. 50.000 Euro. Richtest du es? Ach, du Jemine. Würde ja genau passen in die Kampfansage vorhin. Ne? Nicht so gut. Ich bleibe bei den 2,5. Ja? Ja. Gut, dann machen wir das so. 2.500 Euro, das letzte Duell startet, die Jagd beginnt. Hier kommt die erste Frage. Was schmückt nicht, sondern schmerzt? A. Chrysolith, B. Galalith, C. Urolith. Was schmerzt? C. C. C schmerzt. Was ist die richtige Antwort? Richtig, sehr gut. Das bringen wir jetzt hier schnell durch. Was sagt der Jäger? Jawohl. Ja. Ja. Nächste Frage kommt. In dem Jahr, in dem die Weltbevölkerung die 6-Milliarden-Grenze überschritt, hieß der deutsche Bundeskanzler wie? A. Schmidt, Kohl oder Schröder? Eine doppelte Transferaufgabe. Ne? Erstmal wissen, in welchem Jahr das war oder in welchem Zeitraum und dann noch zu wissen, wer da Kanzler war. Was hast du genommen? Ja, ich habe wieder C genommen, weil ich denke, das jetzt Schröder ist am wenigsten lange her. Okay, was ist die richtige Antwort? Super. Damit brauchen wir auch überhaupt gar keine Jahreszahlen zuzuordnen. Ist einfach am wenigsten lange her. Sehr gut. Ja. Was sagt der Jäger? Ja, ich hatte geglaubt, das sei 99, 2000 etwa gewesen. Also hat das gepasst. Nächster Schritt für Sebastian Klussmann. Nächste Frage kommt. Wenn Viktor Orban, och Leute, Cheretetel Ülvöcöljük sagt, Cheretetel Ülvöcöljük, dann meint er was oder wen?
A, herzlich willkommen. B, wir schaffen das. Oder C, Flüchtlinge raus. Jetzt die Frage, ob das theoretisch alles möglich wäre. Was hast du genommen? Ich habe A genommen, das klingt am freundlichsten, ja. Herzlich willkommen auf Ungarisch, ja? Auf Ungarisch, ja. Okay, ist das die richtige Antwort? Ich lese es nicht noch mal vor, Herr Klussmann. Ja, super. Ich bin froh, dass das nicht eine Finalfrage war, irgendwie unter Zeitdruck. Dann. Nächster Schritt für Barbara, was sagt der Jäger? Ja, natürlich. Nächster Schritt für den Jäger. Und hier kommt die nächste Frage. Wer sagte, mit schlechtem Fußball habe ich mich lang genug rumgeschlagen, und zwar mit meinem eigenen? A. Bruno Labbadia, B. Felix Magath oder C. Jürgen Klopp? Zu wem passt es am besten so? Ist ja eigentlich ein lustiger Spruch. Dann war es wahrscheinlich A, aber ich habe jetzt B genommen. Okay, ich hätte an C gedacht. Was ist die richtige Antwort? Okay. Jürgen Klopp hat das mal gesagt. Was sagt der Jäger? Aha. Ja. Ich kenne den Spruch auch nicht, aber es passte nun sehr zu seiner Person. Du brauchst nach wie vor nur noch zwei. Wir beachten ihn gar nicht da oben. Hier kommt die nächste Frage, hoffentlich die vorletzte. Das Wort Torte bezeichnete ursprünglich A. Hochzeitsessen, B. Brotgebäck oder C. Schlagsahne. Was hast du genommen? Ich habe B genommen. Brotgebäck, ist das richtig? Super. Sehr gut, letzte Stufe. Wir sind knapp vorm 6000er Finale. Lässt sich auch gut teilen. Was sagt der Jäger? Ja, auch noch. Und damit sind wir jetzt hoffentlich bei der letzten Frage schon angelangt. Die spielen wir jetzt und dann bringen wir Barbara ins Finale. Wer schreibt für das Satiremagazin Titanic? A. Hans Bronze, B. Paul Silbert, C. Max Gold. Oh, sehr kreativ. Was hast du genommen? Der großartige Max Gold. Der großartige Max Gold. Ja? Ja. Dann bitten wir um Bestätigung. Und du gehst ins Finale. Klasse gemacht. Super, Barbara. Barbara und Max um 6000 gegen Sebastian Klussmann. Finalzeit bei Gefragt Gejagt heute am Freitagabend. Barbara und Max haben zusammen das ins Finale gebracht, was sie sich vor dem guten Jahr schon in der Schnellraterunde erspielt hatten, jeweils einzeln. Und jetzt wollen wir gucken natürlich, dass ihr euch das holt. Ihr habt 2 Punkte Vorsprung im Finale. Ihr habt vor der Sendung in Mannschaftsstärke einen Fragenumschlag ausgewählt im Beisein unserer Juristin. Den spielen wir jetzt. Ich stelle euch die Fragen daraus und ich brauche viele richtige Antworten. Ihr müsst buzzern für die richtigen Antworten, auch für weiter. Einer muss die Verantwortung übernehmen bei euch. Ich werde nichts auflösen, damit wir die volle Zeit haben. Alles, was hier liegen bleibt oder falsch beantwortet wird, blenden wir für Sie richtig ein. Und Sie können, das ist auch in diesem Jahr natürlich so, direkt nach der Sendung alle Finalfragen und Antworten im Internet nachschauen. Das erste.de/gefragt gejagt. Da sind Sie ohnehin immer richtig. Wollen wir loslegen? 2 Minuten für euch, Konzentration. Ja. Er kommt leider gleich nochmal und will euch bestimmt alles wieder abjagen. Aber macht's ihm schwer. Die Zeit startet jetzt. Wie heißt der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF? Kika. Ein nordamerikanisches Gericht aus Meeresfrüchten und Fleisch nennt man Surf and? Turf. Wie nennt man die Gesamtheit der Studierenden eines Fachbereichs? Fachschaft. Welche Zahl bildet die Basis des Hexadezimalsystems? 5. Frank-Walter Steinmeier ist Mitglied welcher Partei? SPD. Wie welche Baumfrucht nennt man den vordersten Teil eines männlichen Penis? Eichel. In welchem Sport holte der Schwabe Frank Stäbler 2015 das erste deutsche WM-Gold seit 21 Jahren? Weiter. Auf der Nationalflagge welches Staates ist in der Landessprache die Losung Ordnung und Fortschritt zu lesen? Weiter. In welchem Jahrhundert brach der Erste Weltkrieg aus? 20. Wie heißt der Sohn von Rosi Mittermeier und Christian Neureuther? Felix Neureuther. Welches Land schoss als erstes eine Sonde auf den Mond? Die USA. Welches US-amerikanische Filmemacher-Trio wurde unter dem Kürzel ZAZ bekannt? Weiter. Der einzige Roman von J.D. Salinger heißt Der Fänger im? Roggen. Wer trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht?
Wodka Gorbatschow. In welcher deutschen Stadt hat das Europäische Patentamt seinen Hauptsitz? München. Aus dem lateinischen Sub omni canone wurde scherzhaft welche Redewendung? Unter aller Kanone. Alle meine Entchen schwimmen auf dem? See. Wer wurde 1975 nach dem Tod des Diktators Franco spanischer König? Albert. Das frühere Kaiserreich Abessinien befand sich auf dem Gebiet der heutigen Staaten Eritrea und vor allem? Weiter. Welcher Norweger hat die meisten olympischen Medaillen im Skilanglauf gewonnen? Ole Einar Bjørndalen. Welche Zeichentrickfigur ist für ihr Jabba-Dabba-Doo berühmt? Lucky Luke. Aus welchem Land kommt die Hunderasse Beagle? England. Andreas Vosskuhle ist der Präsident welches Gerichts? Bundesverfassungsgericht. Eines langen Tages Reise in die Nacht ist ein Theater. 15. Feuerstein natürlich. Was mit Fred Feuerstein passiert im letzten Jahrhundert. Und was hattest du aus Boris Jelzin gemacht? Wodka Gorbatschow? Oder habe ich das falsch? Ich höre ja immer nicht richtig. Ja, das ist mir 2 Sekunden später gekommen. Sensationell. Aber gut, 15 hat schon mal gereicht hier, definitiv. Wir beruhigen uns alle kurz zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, erste finale Jagd für Sie wieder nach langer Zeit. Sind Sie bereit? 15 Punkte ist ja gleich eine Aufgabe, so diese Zwischensumme. So, ja, ne? Ja, gefährlich, ja. Ordentlich, kann alles passieren. 2 Minuten für Sie. Wir spielen Ihren Fragenumschlag, Herr Klussmann. Die Besonderheit ist nach wie vor, dass ihr ihn bitte zurücksetzt, wenn ihr die Möglichkeit dazu bekommt. Heißt auf Deutsch, wenn er passen muss oder patzt, dann könnt ihr euch kurz beraten und seine Frage bei gestoppter Zeit richtig beantworten. Ja? Also, das ist möglicherweise hier ganz wichtig nachher hinten raus. Bleibt konzentriert. Herr Klussmann, ich warte auf Ihr Zeichen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Zum letzten Mal heute Abend, zum ersten Mal für Sie wieder im Finale. Die Jagd beginnt. Der Jäger ist Sebastian Klussmann heute Abend. Er braucht 15 richtige Antworten, hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Wie heißt die Hauptnachrichtensendung der ARD? Tagesschau. Eine italienische Vorspeise aus Kalbfleisch und Thunfischsoße. Heißt, wer einen Doktor in Religionswissenschaften gemacht hat, darf welchen Titel führen? Drei. Stoppt die Uhr. Doktor der Theologie. Das ist richtig. Abgekürzt Doktor Theol. Punkt. Ja. 14 brauchen Sie, Herr Klussmann, 1,48 auf der Uhr. Die Zeit startet jetzt. Welche Zahl bildet die Basis des Duodezimalsystems? 12. Alexander Dobrindt ist Mitglied welcher Partei? CSU. Welchen Körperteil eines Mannes nennt ein Mediziner Testikel? Die Hoden. In welcher Leichtathletikdisziplin wurde Air Canada Chauncey Barber 2015 Hallenweltmeister? Chapeau-Sprung. Die Nationalflagge welches Mittelmeerstaates zeigt den goldenen Adler Saladins? Albanien. Stoppt die Uhr. Chance für euch. 2. Möglichkeit. Die richtige Antwort ist Türkei. Ägypten. 1,24 für 10. Die Zeit startet jetzt. In welchem Jahrhundert ereignete sich die Oktoberrevolution? Im 20. Welcher Tennisstar heiratete 1993 Barbara Feltus? Boris Becker. Aus welchem Land stammte der Astronom Tycho Brahe? Aus Dänemark. Welchen exzentrischen Multimillionär porträtiert der Scorsese-Film The Aviator? Howard Hughes. Ein Trauerspiel von Lessing heißt Emilia? Galotti. Ariel Sharon war bis 2006 Premierminister welches Israel. Landes? In welcher Stadt hat der Internationale Währungsfonds seinen Hauptsitz? Washington D.C. Was bedeutet das Motto der US Marines Semper Fidelis zu Deutsch? Immer Vertrauen. Stopp die Uhr. Immer vergnügt. Entschuldigung? Immer vergnügt oder immer froh? Immer treu. Semper Fidelis. Schade. 46 Sekunden. Die Zeit startet jetzt. Es regnet, die Erde wird nass. In welchem Land ist Königin Mathilde seit 2013 mit an der Spitze der Monarchie? Niederlande. Stopp die Uhr. Ihr müsst mal einen nutzen jetzt. Schweden? Belgien. 35 Sekunden noch auf der Uhr in diesem Finale. 2 benötigen Sie noch, Herr Klussmann. Und die Zeit startet jetzt. Zu welcher heutigen Republik gehört das historische Gebiet Bessarabien größtenteils? Ukraine. Stoppt die Uhr. 5 Sekunden. Moldawien. 30 Sekunden glatt.
Und die Zeit startet jetzt. Welcher Finne gewann bei Olympischen Sommerspielen 9-mal Gold? Avonomi. Welcher Superheld wird auch Dark Knight genannt? Batman. Aus welchem Land stammt die Pferde? Es ist vorbei bei 22. Herzlichen Glückwunsch, Herr Klussmann. Oh, da war aber... Also ist ja immer so das Gemeine, wenn man sagt, oh, da waren so viele Chancen. Die Fragen, die die Jäger nicht wissen, sind ja nicht automatisch die, die unser Eins dann weiß. Aber irgendwie so ein bisschen hatte ich das Gefühl, es war in beiden Finalrunden noch was drin, ne? Oder? Ja. Kam nichts raus. Kam nichts raus. War was drin, kam nichts raus. Ja. Herr Klussmann, wie haben Sie es empfunden? Ja, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, der 6000er-Club. Ja, den haben Sie bezwungen heute Abend. Vielen Dank für Ihr Kommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Danke an euch. Max, Barbara, hat uns gefreut, euch wiederzusehen. Das war Gefragt, Jagd für heute. Wir sind am kommenden Freitag wieder da. Freuen uns drauf, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und gutes Wochenende, gute Woche dann. Schade. Aber